Hi, euer Pete von Grin Chill Barbecue und Lifestyle. Schön, seid ihr wieder dabei. Heute machen wir einen Cheeseburger Strudel. Also den Cheeseburger in einem Strudel drin mit Blätterteig. Super low carb natürlich, könnt ihr gut essen, ohne dass ihr da gleich Kalorien ohne Ende zu euch nehmt. Und wie ich das mache, das seht ihr heute. Viel Spaß! Die Zutaten sind sehr überschaubar heute. 2 Zwiebeln, 600 Gramm Rinderhack habe ich hier, einen großen Blätterteig, Cheddar-Käse, 2 Eier und eine Barbecue-Soße eurer Wahl. Das ist es, das Ganze. Und dann starten wir gleich durch, Zwiebel schneiden. Ich habe hier wieder 2 kleine rote Zwiebeln. Die schmecken uns immer am besten. Die halbieren wir. Und schneiden die möglichst fein auf. Sobald die schön fein gehackt sind, geben wir die Zwiebeln gleich zum Hackfleisch dazu. Dann noch ein Ei rein in die Masse. Dann habe ich hier eine klassische Barbecue-Soße von Ben's Best hier. Könnt ihr nehmen, was euch schmeckt. Nehmt einfach eine gute Barbecue-Soße. Da gebe ich jetzt 3 gute Esslöffel dazu. Und dann heißt es, alles gut durchmengen. Bis wir eine gute homogene Masse haben, die leicht Fäden zieht. So sollte das etwa passen und dann geht schon ab ein Seitenbrenner oder ein Kochherd. Ich nutze hier gleich meinen alten Holzofen. Die Energie von unten mit dem Holz reicht da vollkommen aus. Und dann braten wir das mal schön kross an, dass die ein bisschen krümelig werden, das Hackfleisch. Dann salzen und pfeffern, gut ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Pfeffer, das Ganze nochmal gut durchmengen und dann lassen wir das schöne Hackmischung hier abkühlen und warten, bis das nicht mehr so heiß ist. Die Masse ist jetzt ein bisschen abgekühlt, dampft immer noch, es ist relativ kalt hier drin. Dann geben wir 180 Gramm Cheddar gerieben dazu. Mischen das einmal gut durch. Und dann haben wir unsere Masse soweit zusammen. Ich gebe jetzt für die fruchtige Note nochmal gute 2 Esslöffel Barbecue-Soße dazu. Das gibt einen richtig nicen Geschmack rein. Mischen das nochmal gut durch. Und stellen es auf die Seite. Dann nehmen wir uns ein Ei. Und schlagen das gut auf. Das gibt Farbe und Geschmack. Dann habe ich hier den Blätterteig.
Blätterteig immer, wenn möglich, kühl stellen. So lässt er sich besser verarbeiten. Wenn er warm wird, wird er sehr weich und dann geht das nicht mehr so gut zum Verarbeiten, das Ganze. Einmal aufrollen. Das Papier nutze ich gleich mit. Ja, und dann würde ich sagen, einmal befüllen das Ganze mit der Masse. Schön die Masse verteilen in der Mitte. Es riecht schon richtig lecker nach Burger und geilen Soße. Und das Ganze ein bisschen formen. Die Länge ziehen, so dass alles hier schön reinpasst. Und dann wird es einmal hochgezogen hier. Und wird nachher schön eingerollt. Bisschen Ei gebe ich hier noch drauf, um das Ganze ein bisschen klebrig zu machen, dass das schön hält. Und dann einmal die andere Seite rüberziehen. Ein bisschen andrücken. Und schon haben wir es geschafft. Die Enden noch ein bisschen verschließen, dass uns nichts rausläuft hier auf der Seite. Dann würde ich sagen, das sieht mal schon gut aus. Jetzt noch das Ganze mit Ei bestreichen. Es gibt eine schöne Farbe. So, passt das. Und dann geht's rüber an den Grill. Den Grill habe ich schon mal vorgeheizt, eine Plansche drin. Linker und rechter Brenner an. Ich habe hier so ein Küchengeschirr genommen, um das reinzulegen. Passt perfekt rein hier. Könnt auch einen Pizzastein nehmen oder was ihr habt. Und dann würde ich sagen 200 Grad und dann schauen wir mal. Ich schätze mal 30 Minuten. Aber ich gebe euch dann Bescheid. Bis gleich. So, nach gut 40 Minuten haben wir es geschafft. Sieht fantastisch aus. Ich würde sagen, nehmen wir raus, lass es noch ein bisschen abkühlen und dann wird gekostet. So, wir haben es geschafft. Jetzt wird gekostet. Ich freue mich mega. Ich liebe solche einfachen Strudel. Pikant und lecker. So sieht das Ganze von innen aus. Und dann kosten wir das gute Stück mal. Guten Appetit. Heiß, aber geschmacklich mega. Wirklich sensationell. Cheeseburger im Strudel sozusagen. Die Barbecue-Soße passt perfekt dazu. Gut gewürzt. Durch das Ei und die Barbecue-Soße ganz schön fluffig und lecker. Hat einen guten Geschmack drin.
Was man noch könnte, ein bisschen Schärfe reinbringen, wer gerne scharf hat. Aber ansonsten genau so nachmachen. Wenig Kalorien und mega im Geschmack. So passt das für mich. Ich liebe solche Sachen. Und abends kann man so etwas gut machen. Ist für uns immer perfekt und ja, geht nicht so auf die Hüften. Ne? Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega freuen über ein Däumchen. Däumchen werden Träumchen. Ballert die Kommentare voll. Was haltet ihr von so einem Cheeseburger-Strudel? Würde mich mega freuen, was ihr dazu sagt. Der Algorithmus muss nach oben gehen. Ballert rein in die Kommentare. Und wenn es nur ein Emoji ist oder irgendwas, würde mich sehr freuen. Ansonsten hier herzlich eingeladen zum Abonnieren, den Job reinschauen, zwei weitere Folgen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Grill and Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya! Mega! Richtig nice! Hammer, Hammer!